Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Hitman. Entschuldigung. So, ja, wir sind wieder hier, müssen das Virus zerstören. Da drüben hat es das Sicherheitsprotokoll, zu dem wir irgendwie unbeobachtet hinkommen müssen. Die Frage ist nur, wie? In der letzten Folge sind wir da schon zweimal dran gescheitert. Da hängen so Obelisken. Das sind keine Obelisken, das sind Stalaktiten in dem Fall. Da würde ich gern hin, hoch, da hinten. Weil da ist niemand, der mich erkennen kann. Und ein Wissenschaftler da oben, wo, glaube ich, niemand hochguckt, sodass ich den ausschalten könnte. Es hat auch eine Kiste und irgendeinen Laptop, mit dem ich irgendwas steuern könnte. Also das ist mega interessant. Allerdings muss ich dann halt auch erstmal darüber kommen. Das ist die größte Frage, wie das klappen soll. Was ich überlegt habe, ist, was garantiert nicht funktioniert. Ich demonstriere es nur kurz mal. Moment mal. Was war hier? Oh. Da geht es noch irgendwo runter. Ich guck noch mal, wo das hingeht. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ah, das führt hier nach unten. Ein anderer Weg nach unten also. Sir, I think I just found a weapon over there. Oopsie. It was just lying around. Die haben meine Waffe gesehen, die ich da gerade hingelegt habe. Ich gehe mal wieder. So viel dazu. Also da kommen wir nicht durch. Zumindest nicht als Sicherheitsmann. Und dann gab es hier halt noch genau die gleiche Situation quasi. Da stehen zwei Wachmänner und ein Wissenschaftler. Da komme ich ja so auch nicht vorbei. Was ich überprobieren wollte, war so, die beiden wegzuschießen. Aber das ist so laut mit der Schrotflinte. Das klappt normalerweise nie im Leben. Nur mal just als Versuch. Wird eh schief gehen. Immerhin sind wir jetzt mal hier hinten, da wo ich ja eigentlich hin wollte. Komm, zieh dich um. Labortechniker. Wie wär's, wenn ihr mir mal Zeit gebt, mich hier in Ruhe . Das klappt eh nicht. Mensch, die Waffe ist ziemlich durchschlagskräftig. Ich habe jede Menge Munition. Und die können nur hier hochkommen. Aber letzten Endes wird das trotzdem nicht funktionieren, weil die da unten rumballern wie blöd. Die hätten noch ein bisschen bessere Reichweite. Von wo schießen sie jetzt schon auf mich? Ach, von da hinten. Treffe ihn nicht so gut, aber das war schon mal nicht so schlecht, das hat er überlebt. Naja.
Gut, dazu kommt natürlich wieder, wie gesagt, mein Aim. Das kann ja so nicht funktionieren. Also wir müssen irgendwie unbeobachtet da durchkommen. Das wird aber noch eine echt harte Nuss. Also so funktioniert es schon mal nicht. Wir können uns zwar umziehen, dafür reicht die Zeit, aber wir können nicht noch zusätzlich die Waffe wegstecken und den wir umgehauen haben, in die Kiste schmeißen, weil, ja, da reicht die Zeit einfach nicht, bevor die dann alle anrücken. Was war hier noch? Also nur überwinden. Aber hier runter können wir leider nicht, das wäre natürlich optimal, direkt hier runter zu springen und den Labortechniker da oben umzuhauen. Da hinten rum wäre, glaube ich, auch ein ganz guter Weg. Mal schauen. Wir schauen uns einfach mal weiter um. Ich gehe nochmal da hinten rum. Vielleicht ergibt sich da noch eine Möglichkeit. Münzen haben wir noch. Okay, 6 Stück, das ist gut. Wir nähern uns mal wieder sachte an. Da käme ich durch. Bringt es uns was? Rein theoretisch schon. Weil von denen da kann uns niemand erkennen. Oder doch? Nö, sieht nicht so aus. Die erkennen uns alle, nicht nur die da hinten. Und wenn wir die umgehen... Okay, das war Munition, die wir da aufgesammelt haben. Und da ist sonst niemand, der uns jetzt dran hindern könnte, da nach hinten zu gehen. Da entlang. Kante. Das funktioniert auch. Perfekt. Was liegt da hinten noch? Schraubenschlüssel. Auch nicht schlecht. Okay, da hat es jetzt wieder zwei, die uns erkennen könnten. Da hinten auch. So. Gabelstapler. Ziegel. Pack den Ziegel weg, Junge. Okay. Wir müssen da hoch auf das Podest. Das Problem ist, dass da eben zwei sind, die uns erkennen können. Ja, wir müssen jetzt in case of an accident, the central lab unit is kept perpetually doused in chemicals to stop the virus prototype Schutzanzug besorgen. Entering without a hazmat suit is sure to be lethal. The air purification system is able to clear the toxin, but the controls are only operated by senior lab personnel. Wo ist der Schutzanzug? Ach, kein Schutzanzug. Wir sollen also... Das ist festgebackt. Wenn wir das Lüftungssystem einschalten, fällt es auf. Und Schutzanzüge werden mir jetzt nicht angezeigt, oder wie? Ach, ist doch kacke. Wir brauchen also einen Laborkittel, aber ich speichere hier schon mal, weil das jetzt echt nicht schlecht ist, dass wir immerhin schon mal unbemerkt das Laborprotokoll uns angeeignet haben. Und jetzt können wir uns mal auf den Weg nach hinten begeben und gucken, ob wir unbemerkt den Labortechniker da oben ausgeschaltet kriegen. Wieder da an der Kante entlang. Komm schon, es muss doch klappen.
müssen wir jetzt leider. Liegen lassen, die Waffe. Das da rein. Die Waffe kann mal hier oben bleiben. Ich hoffe nicht, dass das das Problem ist. Wir speichern nochmal. Und in der Hoffnung, jetzt das Lüftungssystem anmachen zu können. Wer kann uns identifizieren? Jetzt sind es natürlich die Laborfuzis, die uns identifizieren können. Und nicht mehr die Wachmänner. Ich würde sagen, wir nehmen wieder unseren Weg hier hinten rum. Hier ist genau niemand und das ist auch nachher dann unser Fluchtweg. Sofern das ein möglicher Levelausgang ist, was ich mal stark davon ausgehe. Also das wäre ja blöd, das nicht so zu machen, wenn das da schon so rumsteht. Also ganz ehrlich. Da vorne ist niemand mehr von den Laborfuzis. Das heißt, das ist jetzt genau meine Zeit, da ranzugehen. So, und wo ist jetzt der Eingang zu dem ganzen Gedingse, dass ich da rein kann zum Virus? Da hinten. Doctor, good to see you. Boah, der eine Doktor hätte uns gerade fast entdeckt. Hey lol, der Eingang ist woanders, der ist gar nicht hier. Wo ist der Eingang zu dem verfickten Tunnel? Wo geht's denn hier überhaupt rein? Ach komm, hätten die das nicht mal so machen können, dass man einfach dann da vorne reinlaufen kann? Nein, jetzt muss ich noch durch den ganzen Tunnel durchlatschen oder was? Ach komm schon. Ach, verdammt. Der erkennt uns nicht, sie schon. Perfekt. Wir sind umgezogen. Haben einen Schutzanzug am Start. Erkennen kann uns hier jetzt, glaube ich, niemand mehr in dem Schutzanzug. Also, ja. Wollte gerade schon sagen, das wäre schon sehr komisch. So, jetzt überleben wir es auch, wenn die Lüftung wieder ausschalten. There, in a sealed container. The virus prototype. Wir schauen uns das erstmal alles hier an. Manuell überbrücken. Lüftungssystem ausschalten. Gut, das würde in dem Fall alle ohne Anzug umbringen. Ratten vergiften. Da könnten wir jetzt grausame Tierversuche machen. Aber da habe ich echt keinen Bock drauf. Temperatur erhöhen am Virenschrank. Das fällt natürlich minimal auf. Was können wir hier machen? Computer sabotieren. Machen wir mal. Dann machen wir das Lüftungssystem aus. Dann kommt hier keiner mehr. Dann machen wir die jetzt platt. Whoa, whoa, whoa.
So, und dann machen wir den Virus platt. Von 2 Grad geht es jetzt langsam hoch. 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 20. So langsam wird es ungemütlich für den Virus. Warning, temperature critical. 38, 41, 45, das war's. 50, 53, 56, 58. Viraler Defekt. All objectives complete. Now head towards an exit. Ja, das Wasserflugzeug. Die Ratten lassen wir am Leben. Ich sehe es nicht ein, die jetzt vergiften zu wollen. Wir lassen das Lüftungssystem mal aus. Dann ist hier drin nämlich toxisch, dann kommt hier keiner sonst rein. Die Frage ist, kommen wir jetzt ohne Probleme hier raus oder nicht? Das ist das Problem. Also hier haben wir schon mal einen schönen Hinterausgang, wo uns nicht gleich jeder sieht. Das finde ich schon mal sehr von Vorteil. Hier hinten erkennt uns niemand. Ich gehe mal hier hinten rum. Und dann müssen wir es irgendwie bis zum Wasserflugzeug schaffen. Da kann uns niemand erkennen. Mit dem Schutzanzug haben wir enorme Vorteile. So, jetzt mal speichern. Nicht, dass jetzt auf den letzten Zügen noch irgendwas schief geht. Das wäre es echt nicht wert, jetzt wo wir es so schön hinbekommen haben. So, ab zum Wasserflugzeug. Okay, da muss ich auf die andere Seite noch kurz. Und dann sicherheitshalber mal noch schleichen. Und dann haben wir es doch hinbekommen. Im Schutzanzug. Und Tschüssikowski, meine Freunde. Mission verlassen. Jawohl. Wunderbar. Johannesburg, eine Woche später. Ether Security is in the dark about the incident. I feared the company knew about the virus. Not even the board. Must have been someone at the lab. I understand. I'll get to the bottom of this. Boss is unhappy. I followed you from Italy. I guess when you're invisible, you stop looking over your shoulder. You did this. Iago exposed you. ICA did the heavy lifting. I just pulled some strings. Yeah, you mind? How do you expect... I play dirty. That's how you defeat a stronger opponent. You strike from behind. Now give me the key. You have a family? Trust me, if there's a weakness, Providence will find it. I'll take my chances. The key. Fine. Won't do you much good. It's funny. Cobb said the same thing. Thank you, messenger. Don't. I just killed you. Then we're even.
Mission erfolgreich. Tja, dann schauen wir mal, wie weit wir es gebracht haben mit der Meisterschaftsstufe. Mitarbeiter des Tages, erster Arbeitstag, Familienangelegenheit, Totenstille, Dr. 47, das Genie, Katharsis, die Wissenschaftlerin, Sesam, öffne dich, bei Kerzenschein, Bettgenosse, Untergrund, Silvius Ausweg, lebensfeindliche Umgebung, viraler Defekt. Fast Meisterschaftsstufe 7, gar nicht so schlecht. Und noch ein paar kleine Sachelchen freigeschaltet, sehr schön. Bewertung. Ja gut, Strafe für Nicht-Zielkill 6x 5000. Wen haben wir alles umgebracht? Den Professor, den Psychiater meine ich, den haben wir umgebracht aus Versehen, weil wir ihn ertränkt haben, anstatt ihn einfach nur so down zu machen. Dann gerade im Labor aus Versehen zwei so Leute mit Schutzanzug und wie auch immer. Zeitbonus haben wir keinen bekommen, aber das ist mir eigentlich relativ egal. Wir haben alle Ziele erledigt und das war eigentlich so nicht schlecht. 7 von 31 Entdeckungszielen, 1 von 28 Attentatszielen, 5 von 25 Meisterleistungen und beide menschliche Ziele. Wir gehen mal zurück zum Menü. Und das war's dann auch von Episode 2 von Sapienza. Und solange wie wir jetzt auf Episode 3 warten und auch noch auf Episode 6, 7 und 8 von Minecraft Story Mode warten, werde ich wieder FIFA spielen. Und zwar werde ich bei Ultimate Team weitermachen. Eine neue Staffel. Und ja, das war eigentlich alles, was ich soweit sagen wollte. Was ich noch sagen wollte, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder, sei es jetzt Hitman Episode 3, Minecraft Story Mode Episode 6 oder FIFA Ultimate Team, meine dritte Staffel. Bis dahin, ciao, Leute.